Das FNF i5 Mini 4S ist ein sehr günstiges Android-Tablet aus China, das nur rund 82 Euro kostet. Damit ist es sogar etwas günstiger als das Amazon Fire HD 8. Zu dem Preis hat das i5 Mini 4S zumindest auf dem Papier sehr viel zu bieten. Doch wie gut ist die Leistung tatsächlich? Das erfahrt ihr in diesem Spiele- und Performance-Test. Um die Leistung zu testen, habe ich auf dem FNF i5 Mini 4S eine ganze Reihe an Spiele ausprobiert, die ihr hier nach und nach seht. Dazu gehören etwas einfachere Spiele wie Rayman Adventures, die wie zu erwarten flüssig laufen. Schön ist, dass das gleiche auch für Asphalt Extrem gilt. Bei maximalen Grafikeinstellungen kann es immer mal wieder zu Rucklern kommen, doch schraubt ihr die Grafik nur ein klein wenig runter, läuft das Spiel überraschend flüssig. Games, die wie hier eine schöne Grafik haben, sehen auf dem 7,9 Zoll Display übrigens ziemlich schick aus. Es ist nicht der hellste Bildschirm, doch dank der hohen Auflösung von 2048x1536 Pixel und der guten Farbwiedergabe sehen Spiele richtig gut aus. Sehr gut spielbar sind auch Dead Trigger 2 und Modern Combat 5. Vor allem letzteres hat mir auf dem Tablet sehr viel Spaß gemacht. Spielt ihr eine Weile, wird die Rückseite zwar relativ warm, aber auch nicht zu heiß. Beide Ego-Shooter laufen überraschend flüssig. Die Ladezeiten aller Spiele sind allerdings etwas länger als bei teureren Tablets. Auch GTA Vice City konnte ich überraschend gut spielen. Das Spiel konnte ich auf dem Huawei MediaPad M3 Lite 10 nicht einmal starten. Auf dem FNF i5 Mini 4S habe ich es hingegen bei maximalen Grafikeinstellungen flüssig spielen können. Spiele kann man auf dem i5 Mini 4S also ziemlich gut spielen, vor allem zu dem Preis. Klar, ein Samsung Galaxy Tab S3 oder Huawei MediaPad M3 sind beide dort deutlich stärker, aber für nur 82 Euro hat mich die Leistung hier ziemlich überrascht. Übrigens, auch sonst in normalen Apps ist die Performance solide, aber nicht perfekt. Das gilt beispielsweise fürs Multitasking. Wechselt ihr schnell zwischen zwei Apps, kann es mal sein, dass das Tablet eine Sekunde denken muss. Außerdem schließen sich Apps im Hintergrund schneller. Habt ihr beispielsweise ein Dokument in Microsoft Word offen, surft dann eine Weile im Chrome-Browser und wollt dann zurück zu Word, ist das Dokument in den meisten Fällen wieder geschlossen. Das liegt vermutlich an den 2 GB RAM. Meine Benchmark-Tests belegen die für den Preis sehr gute Spiele-Performance. Wir haben es hier mit einem ROG-Chip RK3288 zu tun. Das ist ein Quad-Core-Chip, dessen 4 Kerne mit 1,6 GHz takten. Dazu gibt es die erwähnten 2 GB RAM und 32 GB Speicher. In Geekbench 4 kommt das FNF i5 Mini 4S im Single-Core-Test auf rund 780 Punkte und im Multicore-Test auf rund 1900 Punkte. Mit diesen Ergebnissen spielt es in etwa in eine Liga mit dem Amazon Fire HD 8 und Lenovo Tab 4.8, die beide teurer sind. Überraschend gut sind die Ergebnisse von Antutu. Hier kommt das Tablet auf eine Punktzahl von knapp über 50.000. In Antutu ist es stärker als das Samsung Galaxy Tab A10.1 und sogar stärker als das Huawei MediaPad M3 Lite 10. Wie mein Spieletest und die Benchmark zeigen, ist die Performance des FNF i5 Mini 4S überraschend gut, vor allem wenn man bedenkt, dass es nur 82 Euro kostet. Damit ist es deutlich preiswerter als ein Lenovo Tab 4.8 oder Huawei MediaPad T3.8, die deutlich niedriger auflösende Displays und keine ganz so gute Leistung haben. In Deutschland direkt wird das Tablet leider nicht angeboten, sondern ihr müsst es aus China importieren. Ihr werdet also nicht den gleichen Garantie- und Supportanspruch wie in Deutschland haben. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum das i5 Mini 4S trotz der vergleichsweise guten Performance so billig sein kann. Gut, das ist mein Spiele- und Benchmark-Test mit dem FNF i5 Mini 4S. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir doch unten in die Kommentare. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.